Hier hat er was vergessen. Hier. Keine Angst, das war jetzt nur fürs Video. Die Löwenzahnbombe. Oh, jo, Mann, die ist gewesen. Oh, da war gerade. Okay. Aber so laut wie ein D-Böller auf jeden Fall. Super Böller. Ja, Funken macht es auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Loch in der Platte. Auch schön. Also, was man bei den Dingern sagen muss, die haben noch schöne goldene Funken. Ja, da fliegen ihnen die Funken um die Ohren. Schmeißt ihr dich alle in die Mitte? Was ist das von oben? Was ist das von oben? Mit deiner Krone. Stimmt, das wäre auch noch mal. Da hast du abmachen. Eigentlich ein Reis. Ach nee, doch nicht. Komm. Ja, bitte Fotos machen. Ja. XXL Rauchprojektor in grün. Ich komme mal ins Bild. Nicht damit die denken, ihr brennt. Ha, wie ruhig alle sind.
Von wem ist das? Pyroland. Die Doppelfarben sind vom Pyroland gewesen und der XXL, der jetzt brennt. Ich nehme das, kannst du ja selber bestellen. Ja. Ich habe nur so eine Bestellung fertig. Das stinkt aber. Hm? Ich trinke deine Sachen auch. Hat Chemie so an sich. Ich sehe das schon in Ordnung, Special. Eieiei. Oh, willkommen zur K3-Reihe und zwar haben wir hier einmal den Mega Dynamite. Ja,
dann so morgen wieder sauber nehmen. Ja, genau. Ja. Hört ja nicht auf, das war jetzt die Leslie B., wa? Ja. Alter. Das passt nicht drauf. Vom Pyroland. Wobei die, glaube ich, auch bis 20 Gramm haben oder sowas. Ich glaube, die ganze Packung hat ja nicht. Ja. Boah, schon. Die ist ja satt weg. Also, je nachdem. Grün im Busch. Nein. Das könnte ist auch bei Röder. Sind von so 50 Meter Tracker. Ein Messer dabei. Du kannst ja das nicht runterknüppeln. Nee, das ist zu straff. Also Feuer will ich nicht benutzen. Also. Schlüssel oder so. Also hier die Tracker Spezial. Stinknormale 50 Meter. Ist das die 50 Meter Spezial? Ja. Was hast du bezahlt? 50? Ja. Hm? Hm. 50 Euro. Herrscht also von JGWB Bergholz. Also JGWB B steht für Bergholz. Dann würde ich mal sagen, guck mal, was David so drauf hat hier mit seiner Tracker. Bei der Tracker ist immer das Problem, dass die, ich sag jetzt mal, Stupinen, dass die noch lange nachglühen und eigentlich auch ein bisschen rumbrennen. Vielleicht können wir mal ein bisschen helfen hier. So. Mal schöne 50 Meter haben. Ich kann ja gleich einmal so ein U da draus machen. Oder zurück zu uns, das würde ich nicht empfehlen, weil der Endschlag ja hinten dran ist. Also würde ich lieber, was weiß ich, vielleicht hier hinten ein bisschen breiter legen oder hier um die Ecke vielleicht, nach hier lang. Jetzt geradeaus oder noch hier lang? Ich stehe jetzt hier hin. Profis bei der Arbeit. Ich bin ja so der Fan, dass man die Dinger aufhängt wie eine Wäscheleine, aber wer hat jetzt zur Böllertour unbedingt ein paar Stäbe dabei? Also ich nicht unbedingt. So, dann haben wir den Endschlag. Zeig mir mal bitte noch den Endschlag vorher. Schönes Teil. So, dann drin. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Zieh die, glaube ich, nochmal kurz nach links. Feuerlöscher ist übrigens auch parat. Ja. Nur mal gucken, von wo der Wind kommt. Ich stelle mich hier hin. So, runde Menschen. Nicht hier? Nee. Noch nicht, also ich würde es versuchen. Rennt ein paar Minuten. Minuten nicht, Sekunden. Feuerball, Junge!
Tricktrack Nummer 1. Gucken, ob er weghüpft. Oder die Platte überlebt. Mal sehen. Alter. Oh, da war ich ein bisschen zu nah dran. Die Dinger sind heftig. Ja, Tricktrack Nummer 1. Tricktrack Nummer 2. Sehr gut, die Teile. Ja, weiß ja nur, wie viel Gramm die haben. Wir haben den Explode, war das, wa? Nee, was war das? Explode mit Sauer zusammen. Ah ja, Sauer Kanonenschlag von... Ja, Sauer halt, ne? Explode. Und dann würde ich mal sagen, guck mal, wie der so ist. Den schneiden wir bestimmt irgendwo mit rein. Okay, war dumpf, würde ich mal behaupten. Ja, und hat schöne Gipsbrocken wieder mit gerissen. Ja, ja, Gips. Guck mal, Scrap. Hat denn nicht mal eine Menge Dreck, aber sonst nichts. Hier hat er was vergessen. Hier. Keine Angst, das war jetzt nur fürs Video.